Guck mal, was hier Schönes für die Transalp kam. Das sind hier zwei Fußrasten. Die gibt es ab Werk mit ABE und es gibt noch Gummiauflagen, die würden oben drauf passen. Brauche ich aber nicht. Ich fahre eh das meiste Offroad. Der große Vorteil hier sieht man auf den ersten Blick. Diese Fußrasten von SW Motec, die sind einfach deutlich breiter als diese Originalrasten. Das sind Hondas Originalrasten der Transalp, nur eben ohne Gummiauflage. Und das werde ich jetzt hier ersetzen. Und der andere Vorteil hier, dieser SW Motec-Rasten, ihr seht hier 1, 2, die haben verschieden hohe Haltepunkte. Ich kann die so original, so hoch wie die Transalp anmachen. Ich kann die aber auch rund 15 mm tiefer setzen. Und ja, ich glaube, das werde ich sogar machen. Das hier sind die Winkel. Die kommen hier, na, auf die Fußrasten drauf und die gehen hier unten an die Originalpunkte hin. Dann sind hier noch ein paar Schrauben, Mutter und sonstiges und der Rest wird vom Original Transalp verwendet. Erstmal inne. Ein widerspenstiges Teil. Hoch. Tief. Was nehmen wir jetzt? Gut versteckt. Was hast du da vorhin, Domain? Weißt du, was in Albanien blöd war? Hier sind sie nun, die neuen Fußrasten von SW Motec mit ABE, also voll zugelassen. Jetzt habe ich eine lange Testfahrt gemacht und was muss ich sagen? 15 mm tiefer als Original, entspannterer Kniewinkel. Ich kann die Beine besser an den Tank anlegen. Nicht mal den Schalthebel musste ich ändern. Das hätte ich jetzt vermutet. Am Anfang war es ein bisschen ungewohnt. Schalthebel war original gelassen, also ein bisschen höher. Aber es funktioniert gut, vor allem wenn ich stehe. Das ist ganz toll. Also von daher finde ich das eine deutliche Verbesserung. Die beiden neuen Fußrasten sind deutlich breiter, das habt ihr ja gesehen. Und die sind auch länger. Das heißt, ich bin weiter draußen, habe einen besseren Hebel. Gerade wenn ich stehend fahre, kann ich jetzt einfach noch besser rumzirkulieren oder über den Tag mit weniger Kraft genauso gut rumzirkulieren. Das heißt, nur Vorteile, die gut 100 € sind es offensichtlich wert. Und die werde ich jetzt in Zukunft fahren und über den Winter werde ich Erfahrungen damit haben. Wie macht ihr das mit den Rasten? Fahrt ihr noch mit den Originalen oder nicht? Also den Gummi, der ist beigelegt, den habe ich natürlich nicht montiert. Wie haltet ihr das auf einer Enduro? Schreibt mir doch und viel Spaß.